Beijing. Große Freude in Peking. 14 Jahre nach den Sommerspielen 2008 wird Chinas Hauptstadt als erste Stadt der Geschichte auch Olympische Winterspiele ausrichten. Einziger Gegenkandidat war das kasachische Almaty. Eine deutsche Bewerbung mit München war am Widerstand der bayerischen Bevölkerung gescheitert. Damit finden nach 2018 in Pyeongchang und 2020 in Tokio dreimal in Folge Olympische Spiele auf dem asiatischen Kontinent statt. Heftige Kritik erntete die Vergabe an Peking vor allem von Menschenrechtlern, die wie bei den Sommerspielen 2008 mit Verletzungen rechnen.